Hallo, liebe Fußballfreunde des FC Bayern Alzenau. Herzlich willkommen am grünen Donnerstag. Spielt unsere Mannschaft bei Rot-Weiß Walldorf und die Gastgeber mit der ersten Aktion in der siebten Spielminute. Aber Fabian Wolbert klärt die Aktion und so die Bayern mit dem ersten Vorstoß. Volker Negri flankt in die Mitte. Doch der Walldorfer Keeper packt zu. Und so rücken wir schon in die 19. Spielminute vor. Lange Ball auf die rechte Seite. Und dann gibt es den Kontakt im Strafraum. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt. Elfmeter für Rot-Weiß Walldorf. Der geht aber über das Tor. Und so bleibt es auch nach 20 Minuten noch torlos. 0:0. Der nächste Angriffsversuch der Bayern bleibt ebenfalls in der vielbeinigen Rot-Weiß Walldorf Abwehr hängen. Und so schauen wir uns die nächste Aktion an. Langer Einwurf in den Strafraum. Younes Chebarri behauptet sich am Ball, spielt nun mal nach außen zu Markus Palmer und in der Mitte verpasst Almir Ziger. Dann Freistoß. Younes Chebarri gefährlich, segelt der Ball vors Tor und erneut Almir Ziger, aber auch diesmal kein Fortun, der Ball geht über das Tor. Die nächste Standardsituation gehört wieder den Gastgebern und prompt wird es gefährlich. Abschluss im Strafraum, aber die Unterkante der Latte rettet. Aber die Bayern schon in der nächsten Aktion auf der Suche nach einer Antwort. Erneut Volker Negri im Doppelpass mit Lukas Fächer. Der zieht ab, aber der Keeper schnappt sich die Kugel. Kurz vor der Halbzeit dann Markus Palmer. Scharfe Reingabe auf Lukas Fächer. Der versucht nochmal, aber der Ball trudelt rechts am Tor vorbei. Und so schauen wir mal, was die zweite Halbzeit zu bieten hat. Alzenau gleich im Vorwärtsgang 3 Minuten gespielt. Giuseppe Signorelli versucht, aber kommt in Schräglage. Der Ball am Tor vorbei. Beim Versuch eines Seitenwechsels bleibt Younes Chebarri hier hängen. Und Rot-Weiß hat die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang. Da waren 52 Minuten gespielt. Lukas Fächer leitet dann die nächste Aktion ein. Giuseppe Signorelli in aussichtsreicher Position. Zielt aber am Tor vorbei. Ruhender Ball von Younes Chebarri in den Strafraum. Und da ist Giuseppe Signorelli erneut. Aber diesmal der Ball über die Querlatte. Ohnehin jetzt eine starke Phase der Bayern. Erneut Younes Chebarri mit der Vorbereitung. Der Ball kommt zu Lukas Fächer. Aber der Keeper steht auch hier goldrichtig und entschärft. Eckball für Bayern Alzenau auf den Fuß von Markus Ballmert. Aber der trifft den Kopf eines Gegenspielers. Sonst wäre es hier wohl gefährlich geworden. Einwurf auf der Gegenseite für Rot-Weiß Walldorf. Der Ball wird verlängert. Fabian Wolpert noch dazwischen und der Ball fällt auf die Latte und geht ins Tor aus. Nach dem langen Einwurf auf Seiten von Rot-Weiß jetzt Markus Palmer. Der Ball wird verlängert von Giuseppe Signorelli. Und Lukas Fächer schließt ab und hat erneut kein Glück im Abschluss. Und so gehen wir hinein in die Schlussviertelstunde. Younes Chebarri mit einem Freistoß. Der Ball kommt zu Marcel Wilke und... Nein, kein Tor, der Schiedsrichter pfeift ab. Warum? Schwer zu sagen, der Ball kommt eigentlich von einem Walldorfer. Es kann kein Abseits gewesen sein, zumal steht ein Abwehrspieler auch noch hinter Marcel Wilke. Schade drum, kein Führungstreffer für die Bayern. Auf der anderen Seite dann nochmal Walldorf, aber auch hier kein Treffer. In der Schlussphase nochmal Alzenau über die linke Seite. Schnelle Kombination. Giuseppe Signorelli schon im Strafraum, legt quer und fasst ein Eigentor. Der Ball wohl nicht ganz über der Linie. Dann Freistoß. Der eingewechselte Okan Cetin versucht's in der Nachspielzeit. Der Keeper rettet nochmal. Auch hier kein Treffer. Und in der letzten Aktion des Spiels noch einmal die Gastgeber über die rechte Seite. Fabian Wolpert verhindert aber auch hier den Einschlag. Und so bleibt es beim torlosen 0:0 am 20. Spieltag. We'll be right back.